So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag. Es ist selbstverständlich Gym-Time. Meine lieben Freunde, wir sind hier bei mir zu Hause und es gibt ein Home-Workout für die Beine. Wie versprochen, beim letzten Mal hatten wir ein Home-Workout für den Oberkörper. Heute sind die Beine dran mit den Gummibändern. Und ich werde euch nicht sagen, dass man mit den Gummibändern die Beine genauso effektiv trainieren kann wie in einem Fitnessstudio. Beim Oberkörper kommt man wirklich gut an der Intensität dran. Man kriegt ein tolles Workout hin für die Beine ohne Rack. Deswegen viele werden auch sagen, ja, ich kann auch zu Hause super Beine trainieren. Ja, aber dann habt ihr wahrscheinlich eine Langhantel, einen Rack, einen Power Rack und so weiter. Dann geht's. Aber wenn man keine großen Apparaturen hat, empfehle ich trotzdem absolut die Gummibänder, weil man braucht Widerstand für die Beine. Absolut. Wirklich, das ist das Beste, was ihr so für einen kleinen Geldbeutel machen könnt. Denkt dran, das Gym in the Bag ist jetzt wieder da, nur noch in weniger Stückzahl. Also da wirklich zuschlagen. Ich will da nicht zu viel Werbung machen, weil die bald ausverkauft sind. Deswegen, das ist kein Witz an der Stelle. So, wie gesagt, man kann mit Gummibändern ganz gut die Beine trainieren, aber mir fehlt das Fitnessstudio besonders bei den Beinen auch. Mir fehlt es sehr. Mir fehlt eine Beinpresse, mir fehlen Maschinen für die Beine, weil ich da einfach wirklich einfach mehr und intensiver trainieren kann. Aber ich habe mir ein kleines Workout einfallen lassen, das ist auch gut. Und warum sage ich das? Warum möchte ich? Ich sehe, dass ihr aktuell die Workout-Videos nicht so stark guckt wie die Kochvideos, wie die Wissensvideos. Und das ist nicht gut. Das ist sonst immer andersrum. Und daran sehe ich auch, dass auch der Zuspruch, auch die Motivation von euch nicht so hoch ist, was das Training angeht. Und ich möchte das nicht. Glaubt mir, bei mir ist es manchmal, es schwankt immer. Bei mir ist es manchmal auch hoch, manchmal auch niedriger. Macht es. Ihr werdet danach glücklicher, zufrieden sein. Ich habe es gerade abtrainiert. Ich bin klatschnass. Ich musste mich gerade wirklich abtrocknen und so weiter. Es macht Spaß. Ich war davor viel schlechter drauf als jetzt. Jetzt geht es mir gut. Die Beine sind aufgepumpt und so weiter. Es fühlt sich gut. Ich laber so viel, weil ich möchte, dass ihr weiter trainiert zu Hause. Jedes Training ist besser als kein Training. Ihr werdet es sonst bereuen. Der Sommer kommt. Die Fitnessstudios werden wieder aufmachen. Und ihr sollt einfach dranbleiben. Mit diesem Workout bleibt ihr wirklich gut im Beintraining. Und ich erkläre euch gleich die Übungen mit den Bändern. Bevor wir starten, heutiges Fensterchen. Ihr wisst, wir haben in jedem Video ein Fensterchen. Heute das Milfshake, eins der besten Ways. Der Name schreckt einige ab, wenn sie es probiert haben. Auch hier Fitness Food Corner, viele Grüße an der Stelle. Ich glaube, das war auch sein Lieblingsfavorit. Milfshake ist eins der leckersten Ways überhaupt auf dem ganzen Markt. Heute, nur heute, für 15 Euro. 15 Euro. Und unter allen Kommentaren, die hier drunter kommentieren, werden zwei davon verlost. Und die Gewinner vom letzten Mal blenden wir auch gerade ein. Mir macht das Riesenfreude. Dieser Weihnachtskalender wird super von euch angenommen. Und es ist wirklich, also 15 Euro machen wir keinen Cent Gewinn. Das ist so, ja, wie gesagt, nur heute 15 Euro der Milkshake. So einer meiner absoluten Favoriten. So, starten wir mit dem Workout. So, Gummibänder. So, es geht los. Wir können mit den Gummibändern besonders, auch für Leute, die Power in den Beinen haben, ihr könnt auch zwei oder drei Gummibänder auf einmal nehmen. Wenn wir damit Squats machen, haben wir einen ordentlichen Widerstand. Das ist so eine der besten Übungen für die Beine, die man zu Hause machen kann. Nehmt euch da wirklich so viel Widerstand, wie ihr das halbwegs sauber hinbekommt. Achtet auf den geraden Rücken, geht tief runter, die Länge ist eben perfekt. Effekt, dass wir unten praktisch schon Spannung haben und je höher ihr kommt, das ist eigentlich das Schöne bei den Bändern. Das heißt, wir haben normalerweise mit einer Langhantel haben wir oben weniger sozusagen Belastung auch auf der Hüftstreckung und auch auf dem Quadrizeps. Hier haben wir, je höher wir kommen, eine höhere Belastung durch die Bänder. Das heißt, je höher die gedehnt sind, desto mehr Belastung haben wir. Damit haben wir wirklich eine schöne, wirklich sehr, sehr schöne kontinuierliche Widerstandskurve und auch, wie gesagt, viele werden sagen, oh, mit Gummibändern, ich habe doch Power und so weiter. Ja, nehmt wirklich mal zwei von den ganz starken oder sogar drei von den stärksten. Und dann wird es wirklich ordentlich. Besonders im oberen Bereich ist das eine wirklich, wirklich gute Übung. Macht die Knie schön warm, macht das Ganze warm und dann steigert euch mal mit den Gummibändern. Es ist schon ordentlich. Ich weiß, dass man da ein bisschen, manchmal ein bisschen drin hockt, man muss ein bisschen auf den Rücken achten und so weiter. Aber grundsätzlich ist das eine tolle Übung, auch weil, weil der Widerstand euch wirklich zur Fußmitte zieht. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr tolle Variante von Squats. Also macht die mal als erste Übung und dann als Supersatz empfehle ich euch tatsächlich, weil, wie gesagt, normalerweise, wenn ihr das als Einzelübung macht, ist die wirklich recht leicht. Aber nehmt euch mal ein etwas leichteres Gummiband, bindet das. Ich habe hier, wie gesagt, den Hocker, wo ich drauf sitze.
aber auch an Stühlen, an Bürostühlen und so weiter, bindet die unten so fest, dass ihr wirklich ab einem gebeugten Bein schon Widerstand habt und dann streckt das Bein. Schaut ein bisschen. Ich hab zum Beispiel festgestellt, dass wenn ich die Arme drunter mache, dann kann ich die so ablegen und dann habe ich wirklich auf der vollen Range of Motion einen schönen Widerstand. Und als Supersatz, praktisch wenn ich das direkt nach den Squats mache, ist der Quadrizeps vorerschöpft und ich kann hier auch mit 15, 20, 25 Wiederholungen pro Bein bis ans Muskelversagen ran. Und das wollen wir ja. Ihr wisst, auch so kommt man wirklich eine schöne Intensität und auch so kann man Muskeln aufbauen. Deswegen das als Supersatz sehr schön. Brennt dann wirklich gut. Schaut, dass ihr das ein bisschen rumtrickst, dass ihr eben auf der vollen Range of Motion einen schönen Widerstand habt. Braucht kein großes Band dafür. Macht wirklich, wirklich Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Übung wirklich dann doch so gut ist, dass sie sich so gut anfühlt und wie gesagt, trickst mal, holt euch den richtigen Stuhl und so weiter und macht das Ganze als Supersatz. Squats und dann praktisch die Beinstrecker. So, dann zweite Übung. Wir gehen wieder im Zirkel. Das heißt, wir machen jede Übung direkt hintereinander. So erreichen wir auch richtig, richtig schön eine unterschiedliche Belastung und haben wie eine Vorerschöpfung. Das heißt, die Übung wird nach hinten immer leichter und dann fangen wir von vorne wieder an. Kann ich euch wirklich fürs Hometraining auch sehr, sehr gut empfehlen. Zweite Übung ist das, ja, eine Mischung aus rumänischem Kreuzheben und normalem Kreuzheben von der Bewegung. Wenn ihr euch die so anschaut, macht sie wirklich mit einer starken Hüftstreckung einfach. Ihr könnt ein bisschen mit dem Bein mitgehen. Schaut wirklich so, dass es am angenehmsten ist. Aber wir versuchen eben viel Hüftstreckung mit reinzunehmen, sodass wir eben viel Hintern haben, viel Beinbizeps und ja, also viel Beinbizeps, viel Hintern und ein bisschen Quadrizeps mit reinnehmen, sodass wir eine schöne Ergänzung haben zu dem ersten Supersatz. Auch da nimmt das doppelte Band, also steigt doppelt drauf, greift da so fest, dass ihr bereits unten Widerstand habt und dann strecken wir die Hüfte mit einem geraden Rücken. Ihr könnt, wie gesagt, ein bisschen auch aus dem Bein mit reingehen, so also ein bisschen wie bei einem Kreuzheben, aber wie gesagt, achtet hier besonders eben auf die Hüftstreckung, schön gerader Rücken, das Ganze oben anspannen, schöne Hintern anspannen. Auch da kriegt ihr einen richtig, richtig ordentlichen Widerstand hin. Nehmt euch da ein dickes Gummi, greift das richtig schön. Auch da könnt ihr zwei, drei Gummis benutzen und so weiter. Aber achtet da wirklich ein bisschen auf die Ausführung. Geht da auch ans Muskelversagen ran. Schaut, dass ihr da auch vielleicht 15 bis 20 Wiederholungen macht, bis ihr ans Muskelversagen kommt von der Bandstärke. Und dann im Supersatz genauso einklemmen das Band wie gerade bei dem Beinstrecker. Macht ihr so eine Art kleines Kickback. Wirklich. Es sieht, ich habe es ein bisschen bei Frauen irgendwie so bei Instagram und so weiter nicht geklaut, aber mir ein bisschen abgeschaut. Und wenn ihr die im Supersatz macht, wenn ihr vorher wirklich das rumänische Kreuzheben gemacht habt und dann hier mit ruhig gar nicht so einem starken Band macht, habt ihr wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Belastung auf dem Beinbizeps und auch auf dem Hintern. Auch für Männer ist das eine Übung, die ich echt empfehlen kann. Macht wirklich Spaß und wirklich so als kleiner Finisher da wirklich mal mit den Wiederholungen ein bisschen hochfahren, ist echt gut. Also richtig, richtig schöner Pump im Beinbizeps, im Hintern. Hat mir echt Spaß gemacht, hat mir wirklich Freude gemacht, habe ich jetzt auch ins Beintraining mit einbezogen. Wie gesagt, besonders im Supersatz. Wenn ihr mit der anfangt, ist die ein bisschen leicht. So im Supersatz, wenn ihr ganze hintere Teil vorbeansprucht, ist die echt, echt gut. Wirklich. So, das Ganze im Supersatz direkt kombinieren und dann, wie gesagt, kleine Pause. Und dann geht es an die nächste und letzte Übung. Und hier wirklich mal ein etwas Stabiles nehmen, wo ihr draufsteigen könnt. Ich habe hier den Hocker, der ist auch so ein bisschen höher als so ein normaler vielleicht Stuhl oder so. Und da wirklich mal mit dem Band, mit einem Bein, wirklich aus der konzentrischen Bewegung starten. Bei den Kniebeugen starten wir oben und fangen sozusagen mit der negativen, mit der exzentrischen an. Hier standen wir mit der konzentrischen. Wirklich sehr schön, weil ihr unten, also weil ihr praktisch anfangt und den Hintern direkt angespannt habt. Ihr habt praktisch den Gluteus Minimus Medius wirklich direkt schön mit angespannt, also die ganze Hüfte. Und dann hochdrücken. Und je höher ihr kommt, oben richtig, richtig squeezen. Oben wird der Widerstand richtig hoch. Und unten, dadurch, dass der Stuhl ja, oder dadurch, dass der Hocker ja hoch ist, haben wir unten auch eine sehr, sehr hohe Belastung. Das heißt, unten habt ihr eine Belastung nicht vom Band, sondern wirklich vom Winkel auf den Hintern. Und je höher ihr kommt, desto mehr greift das Band mit rein. Also eine richtig, richtig, richtig gute Übung, eine schöne Alternative auch zu allen Beinübungen, zu allen Squat-Varianten und so weiter. Eine richtig gute Sache. Erstmal werdet ihr sehen, dass ihr ein bisschen Gleichgewichtsprobleme habt, aber ihr kommt rein. Da richtig schön bis ans Limit gehen mit jedem Bein. Super, super, super Übung. So, das ist die letzte und dann fängt es wieder von vorne an. Davon macht ihr 4 bis 5 Durchgänge und es ist ein richtig gutes Beinworkout. Ich habe es gerade abtrainiert, ich habe ein richtig gutes Gefühl im Bein, richtige zittrige Beine, das habe ich jetzt auch hingesetzt und wie gesagt, es ist ein gutes Beinworkout. Man kann mit den Bändern ganz gut die Beine trainieren. Bei den Waden
wird es schwierig. Da bin ich ehrlich. Da könnt ihr, wie gesagt, die Übung, die ich euch schon mal gezeigt habe, im Türrahmen und so weiter, wenn ihr euch da in Negativen drückt, mit den Gummibändern ein bisschen helfen, auf einer Stufe und so weiter. Aber insgesamt, so für den ganzen Oberschenkel, für den Hinterbereich, kann man mit den Gummibändern richtig, richtig gut auch die Beine trainieren. Deswegen macht es nach. Glaubt mir, ihr werdet glücklich sein. Kümmert euch ein bisschen um die Mobility, auch so um einbeinige Geschichten und so weiter. Dehnt ein bisschen. Schaut, dass ihr auch ein bisschen ruhig in die höheren Wiederholungszahlen kommt. Es wird sich auszahlen, wenn die Gyms wieder auf sind, wenn wir wieder trainieren können und wenn der Frühling und der Sommer wieder da sind. Wie gesagt, wir werden sehr, sehr glücklich sein, dass wir es nicht aufgegeben haben. Meine lieben Freunde, trainiert weiter, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, denkt ans Türchen. Wie gesagt, Milchshake, probiert das Ganze mal aus und die besten Supplements Body Nutrition, die besten Lampen BAP Web. Bis dahin, euer Simon. Man to the calm of the deeper. Man to the god that's been up. Now they can't tell who to favor. Everyone claims they're a trailer. Everyone claims they're a trailer. Everyone claims they're a trailer. Man can't tell who to favor. Everyone claims they're a trailer. Man to the calm of the deeper.